Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Elden Ring und in Pates Schlucht. Denn das blöde Arschloch, es war aber ja auch, es ist ja auch mein Fehler, ne? Ich setze mich hier mal vernünftig hin. Tut mir leid für dich, Gewusel. Denn ich habe die dumme Socke ja verschont und er hat uns in diese Schlucht hinuntergeschubst. Daraufhin sind wir hier schon ein bisschen rum in der letzten Folge und haben da drin auch einen kleinen, aber nicht weiter nennenswerten Bosskampf hinter uns gebracht. So, und jetzt schauen wir uns den Rest der Schlucht an. Hier gibt es nämlich noch... Das sind wahrscheinlich alle Leute, die Pate hier mal runtergeschubst hat. Machen wir uns nichts vor. Die dumme Sau ist und bleibt eine dumme Sau. Ich müsste die ja jetzt auch eigentlich gar nicht alle umbringen. Aber ich möchte. Sind noch ein bisschen... Was war das da vorne gerade? Achso, okay. Oh, okay, das sind jetzt wirklich... Das sind ein bisschen viele. Da bewegen wir uns einfach mal durch. Herber, ja, alles klar. Was ist denn das hier am Rand? Ist das so Magma? Wahrscheinlich, ne? Okay. Hier sind wieder diese kleinen Mini-Geysire. Weiß nicht, wie schlimm das ist, wenn wir davon getroffen werden, aber ich versuche das Risiko trotzdem schon mal zu... so klein wie möglich zu halten. Ja. So viel dazu. Okay, da vorne ist noch ein Item. Das hätte ich natürlich auch gerne. Feuersichere Trockenleber. Okay, so hier hinten habe ich ansonsten erstmal nichts übersehen, so wie es aussieht. Ach komm. Da war ich doch dran vorbei. Wo sind wir denn jetzt auch eigentlich? Kann ich mal die Karte öffnen? Nö, ich darf die Karte nicht öffnen. Das ist eine Frechheit. Okay, aber da hinten sehe ich einen Ort der Gnade. Gut. Jetzt darf ich die Karte... Ach, guck mal. Und da kriegen wir auch die Karte hin. Das ist ja fantastisch. Da hinten wird irgendjemand kaputt gehauen. Das interessiert mich herzlich wenig. Da vorne sehe ich schon die nächste Burg. Okay, meine Güte. Hört ja gar nicht mehr auf, ne? Okay, dann lasst uns mal ganz kurz abchecken. Wie sieht denn das jetzt aus? Ich glaube, das ist die kleine Burg, die wir gesehen hatten. Achso, das ist so ein... Oh Leute, ich dachte schon gerade ganz kurz, was... Was kriecht denn da hinter den Toren? Aber okay. Hier auch mal den Friedhof ein bisschen abchecken. Das ist der erste Friedhof, auf dem die Untoten nicht aufstehen. Und er oder sie, es, steht auch einfach nur rum. Okay, da hinten sind ein paar von den... Die kämpfen gegeneinander da hinten. Ja, dann lassen wir die mal machen. Wir schauen mal hier, was bei den Quallen abgeht. Quallenfischen, Quallenfischen. Ihr chillt hier einfach, ne? Da ist wirklich die Frage. Was hat's mit denen auf sich? Was macht ihr hier? Chillt ihr einfach nur, genießt die Aussicht. Also auch eine höhere Macht. Das Königreich der Qualle. Es wird über euch kommen. So, hier unten, komm. Ach, guck mal, die Feuermönche sind es. Ja, alles klar. Die können durchaus ein bisschen britzeln. Sind ja auch Feuermönche. Das liegt in ihrer Natur. So. Also hier hinten gibt es einen kleinen Eingang. Da hoch, da ist noch ein Mönch. Den nehmen wir mal gerade weg. Ja, beruhig dich. Tu mal nicht so, als wärst du hier sonst wer. So. Ich möchte aber gerade noch schauen, ob es auch vorne an der... Ne, da ist natürlich der... dieser kleine Panzer da hinten, der Feuerpanzer. Aber der ist mir ja egal. Was ist denn jetzt passiert? Was war das für ein... Alter! Jetzt rasten sie aber aus. Die haben ganz schöne Range.
Komm, den Typen machen wir jetzt auch noch kaputt. Was weg ist, ist weg. Und tschüss. Ansonsten, ach, oh, guck mal, da ist ja noch einer. Kollege. Da musst du schon früher aufstehen. Hinfort. Was gibt es hier noch? Hm? Erzählt mir all eure Geheimnisse. Da hinten sehe ich Lava. Hier hinten sehe ich noch... Ja, wer sind die eigentlich? Ne? Das ist wie so eine kleinere Fraktion von den Feuermönchen. Wahrscheinlich einfach ein niederer Feuermönch. Oh, oh shit. Mein Gott, schreien können sie aber. Leyndell Soldatenwappenrock. Also doch, das sind Leyndell Soldaten mit dem großen Erdenbaum als Wappen. Das macht ja auch nur Sinn. So, hier war ja gerade einmal ganz kurz der Ton weg. Eventuell, vielleicht habe ich es rausgeschnitten, aber so wie ich mich kenne, wahrscheinlich nicht. Okay, hier ist ein großer Ach nö. Nochmal so ein Lindwurm. Na gut, aber diesmal haben wir einen entscheidenden Vorteil. Wir sind nämlich mit unserem Reittier hier. Okay, alles klar. Das hilft nicht wirklich. Ah, Schande. Komm her. So. Wäre doch gelacht, wenn wir den nicht hinkriegen. Oh, oh. Alles klar. Ganz kurzer Break. Ganz kurzer Break. Wir sind sofort wieder da. Der hält aber auch ein bisschen mehr aus als sein Bruder, den wir da getroffen haben, ne? Ach komm, was? Ich wollte drüber springen. Ich wollte einen super coolen Move machen. Jetzt hört er gar nicht mehr auf. Bleib doch mal still stehen, Kollege. Au. So kann ich dir ja gar keine mitgeben. Auf den Kopf. Ah, okay, okay, wir müssen mal auf jeden Fall das Pferdchen heilen. So, komm her. Show me what you got. Oh, 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 ah, oh, die Kurve fast nicht gekriegt. Ah! Oh Gott. Okay, er ist jetzt schon in dem Modus. Hm. Alter, hat der eine Range. Holy moly, und macht der einen Schaden. Vor allem noch kleine Räder hier noch ist. Du hast nicht mitbekommen, was die Sache ist, ne? Hör mal her. So. Oh Mann, ey. Hoffentlich. Unterschätze ich den hier nicht. Der macht echt ordentlich Damage, wenn er trifft. Bisschen viel gewollt. Aber noch alles gut. So, noch einen mit. Ach komm, jetzt hat er wieder nichts getroffen. Das war... Hä? Achso, er ist resettet, alles klar. Dann kommen sie mal her. Hier bitte. Oh oh. Oh shit. Renn weg. Nein, doch nicht so. Aufmauten, Junge.
Alter, lauf, 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 reite, reite, reite. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mm. Junge, das wäre jetzt aber fast in die Hose gegangen. Alter Schwede. Oh, weg, 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 weg. Das sind einige sehr schlechte Entscheidungen dabei. Okay. Ja, kleiner Tobsuchtsanfall, ist okay. So, wir haben ihn so gut wie. Jetzt noch ganz ruhig die Sache angehen. Ganz ruhig. Ich bin nicht ganz ruhig. Oh, Gott sei Dank. Das war ein bisschen gegreedet, muss ich zugeben. Da diese letzten drei Schläge. Aber, Drachenherz, aber was machen wir damit, ne? Wir haben ja schon drei abgegeben. Ich glaube, viel mehr gibt es da nicht. Aber wer weiß. Wer weiß, was da noch kommt. Wir reiten einmal ganz kurz den Rand hier ab. Würde mich wundern, wenn es hier nichts gibt. Hallo? Ach, guck mal. Mikellas Lilie. So sieht es nämlich aus. Hier vorne sind Halbmenschen. Die sind jetzt weniger eine Bedrohung. Da ist ja auch die Frage, wohin geht denn das hier jetzt? Wir sind... Ja, wir kann ja gleich nur noch Klippe sein. Oder? Ja, sieht auch schwer danach aus, ne? Okay. Klippe it is. Aber hier gibt es erstmal noch ein paar Gräber zu plündern. Das ist sehr gut, da freue ich mich. Haben. Auch haben. Sind aber diesmal gar nicht so viele, ne? Wobei hier in dem Grab ist was drin. Ist aber wahrscheinlich auch, ja, nur eine goldene Rune. Okay, so und hier oben ist ein Häuschen. Was ist das denn da vorne, da wo jetzt das Leuchten herkam? Ich kann das nicht anvisieren. Ich kann den Halbmenschen davor anvisieren. Hä, warum? Ach, natürlich. Oh Gott, ich weiß, was es ist, aber ich muss kurz. Wo hatten wir das? War das? Oh, wo war das? Ich bin mir relativ sicher, dass wir irgendwo schon mal so eine Statue halb offen gesehen haben. Bestie vorausbenötigt. Ich bin mir relativ sicher, dass wir sowas schon mal gesehen haben. Diese Statue und das darin, dieses blaue Leuchten war. Kochendes Magma. Ja, nehme ich. So, was gibt es hier sonst noch? In der Einsiedlerhütte. Hm? Eine Einsiedlerhütte ohne einen Einsiedler. Na, da oben sind aber auch noch Hütten. Also einsam ist das jetzt hier aber nicht, oder? Der hat sich alleine eine ganze Menge... Och du, nö, och nö, och nö, och nö. Kommt da ein Bär runtergebrettert? Ich glaube es nicht. Okay, den müssen wir uns jetzt natürlich irgendwie zurechtlegen. Sag mal, macht der mit denen gemeinsame Sache? Ja, ist gut. Müssen wir mal dringend wieder das Pferdchen heilen. Scheiße, was hält der denn aus, dieser Bär? Das kann jetzt ein bisschen dauern. Oh Mann, die Sounds von diesen Bären sind einfach immer noch so krass. Komm her, Bärchen.
Kannst du keinen Doppelsprung? Oh, das ist ja blöd gelaufen. Oh, ist das ärgerlich. Was würde man nicht alles für einen Doppelsprung geben, ne? Guck mal hier, so, einfach höpp, höpp. Oh, er kann aber dafür schreien. Oh, oh. Oh, shit, ey. Die haben einfach so Moves drauf, da kommst du nicht mehr von weg. Wie lange du gestunt bist, wenn dich dieser Bär trifft. Das ist unglaublich. Schande, ey. Wie geht's denn dem Pferd? Müssen wir da was heilen? Ne, geht eigentlich. So, komm her, Kollege. Das ziehen wir jetzt zu Ende. Nein! Oh. Oh, shit. Oh, Mann, ey. Komm runter. Aber der kämpft nicht gegen die Halbmenschen. Den muss ich schon selber dahin bringen. Kleiner Hack. Ach, als ob das getroffen hat, ich bitte dich. Ah, nein. Wie ärgerlich. Das ist doch einfach nur ein Heiltrank. Ey, diese Bären sind das. Das ist mein Kryptonit. So. Hinfort mit dir. Kann doch nicht wahr sein. Glassplitter. Schwere Bestienknochen, Bestienblut. Und goldschimmernden Kot. Ach, schön. Okay, da oben kam der Herr gesprungen. Dann muss ich da ja auch was verstecken, ne? Ich sehe zumindest ein Item. Schotterstein, was soll das sein? Also klar, es ist offensichtlich eine Herstellungsmaterialie, aber... Also, was macht man damit? Findet man in Landen, in denen früher uralte Drachen herrschten. Aha. Ein kleiner Klumpen aus scharfen, spitzen Kieseln. Diese Steinkonglomerate finden sich in Landen, die einst von uralten Drachen beherrscht wurden und sind angeblich die Schuppen dieser gewaltigen Bestien. Fancy stuff. Wie? Ach so, ich dachte gerade, warum höre ich hier einen Bären? Hör mir auf, Kollege. Hör mir auf, so. Gab's hier hinten noch was? Nee? Okay, aber da hinten ist noch ein Skarabäus. Was gibst du mir? Heiltränke, ne? Ja. Perfekt. Dann schauen wir doch gerade noch. Wir sind jetzt eine ganze Ecke weg von der Burg, ich weiß. Aber hier tauchen gerade immer noch mehr andere Gebiete auf. Gehen da einfach mal. Herbeirufungsreserve, okay. Und einen Ort zum Leveln. Leute, das hat sich doch jetzt schon gelohnt. Dann würde ich sagen, ist das ein perfekter Moment, um dieses Item hier einzusammeln. Flaschenzug-Armbrust. Halleluja. Dann können wir nämlich hier kurz ein bisschen leveln. Dann gehen wir zurück zu der großen Burg, wo wir ein bisschen vom Weg abgekommen sind. Und schauen uns die erstmal an. Weil da ist ja auch die Karte. Hier, Stufenaufstieg. Kriege ich einmal... das und einmal bitte Kondition. Danke, gerne, bitte. So. Das hinten da alles, diesen restlichen Landstrich. Da geht es ja auch ein bisschen ins Landesinnere. Das schauen wir uns wann anders an. Wir gehen jetzt erstmal zurück zur großen Burg und schauen mal, was uns da erwartet, ne? Ich glaube nicht, dass das ein Legacy-Dungeon ist. Aber wir werden sehen. So, die sind natürlich alle wieder da. Die müssen wir aber ja nicht nochmal umhauen. Das ist mir jetzt wirklich zu viel des Guten. Wir gehen jetzt einfach schnurstracks hier durch.
hauen einmal den Kollegen hier zu Brei. Ach komm, das hat er überlebt. Die olle Sau. So. Ach komm, das hätte jetzt so lässig aussehen können da hoch. Naja. Alles klar. So, was haben wir hier? Hallo? Was ist denn das da hinten? Ist das ein Festung Leidet? Oh nö, warum sieht denn der so dick aus? Oh Gott. Ist das Ornstein? Nee, Smaug. Smaug war das mit dem Hammer, ne? Ups. Oh, das ist ja ärgerlich. Oh, er ist ein Hitzkopf. Okay. Er hat alles an Hat er das jetzt die ganze Zeit? Hör doch auf. Das doch, wie soll ich denn an ihn rankommen? Ah, okay, jetzt ist aus, alles klar. In der Ruhe liegt die Kraft, Leute. Ich sag's immer wieder. Da muss man einfach geduldig bleiben. Kann ich ihn backstabben, ist die Frage. Wahrscheinlich nicht, ne? Uiuiui. Uiuiui. Ganz ruhig, Kollege. Shit, das war gar nicht. Oh, das war gar nicht der Move, den ich erwartet habe. Schande, ich dachte, der macht nochmal seinen Vulkankopf. Warum mit Sprungangriff? Warum nicht einfach normal? So. Ciao. Infernalischer Prälatenstab. Das ist mal eine Aussage, oder? So, wir alle googeln jetzt, was ein Prälatenstab ist. Müsst ihr nicht, ich zeige euch, was das ist. Ist bestimmt eine Stärkewaffe, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, auch mit so ein bisschen Hokuspokus-Glauben-Stuff. Ne, tatsächlich nur Stärke. Holla die Waldfee. Infernalischer Prälatenstab. Fettes Teil. Können wir aber noch gar nicht richtig tragen. Da brauchen wir 5 Stärke. Das ist ja mehr als für das Schwert von Morn. Holy moly. Na gut. Was gibt es hier noch? Ich sehe schon mal ein Item. Aber ich darf mich jetzt nicht locken lassen. Aber sieht gut aus. Ah, Handbuch 7 des Rüstungsschmieds. Ist genau der Teil, der mir noch gefehlt hat. Hallo? Keiner da? Diese erbärmlichen Narren. Was? Moment, was? Warum habe ich denn gerade diesen Schriftzug da unten? Sie werden mich nie finden. Hä? Hey, hier ist eine Truhe offen. Was soll denn das jetzt? Das ist eine absolute Frechheit. Hier war ich noch nicht. Die habe ich nicht aufgemacht. Wer hat mir hier meinen Loot geklaut? Ah, diese erbärmlichen Narren. Ach so, das ist ein Geist, der da vor sich hin brabbelt. So, erstmal den feurigen Skorpionstalisman. Ja, das mit dem Überleben hat nicht so geklappt. Bald bin ich zurück im Haus Vulkan. Das könnt ihr ihm beibringen. Ich übernehme da keine Verantwortung. Oh mein Gott, war das laut. Okay. Sonst scheint hier aber nichts zu sein. Okay. In dem Fall... Aber da hinten sind ja auch noch... Kommen wir da nicht irgendwie hin?
Naja, gut. Wir teleportieren hier rüber. Wir müssen ja noch hier. Die Karte will ich haben. Dann ist die ganze Navigation in dem Gebiet auch ein kleines bisschen einfacher. Da müssen wir jetzt nur mal schauen, wo wir da genau hin müssen. Ich setze mal einen Marker dahin. So in die Richtung, aber... Ach so. Ja, stimmt. Wir können ja auch noch durch die andere Richtung in der Schlucht. Das war ja jetzt nur eine. Okay. Dann versuchen wir einfach mal das. Wir reiten da jetzt einfach hier noch einmal durch, wo uns der gute Pate hingeschubst hat. Aber ich kann es kaum erwarten, den zu treffen, ne? Oh, dem werde ich so die Meinung geigen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da ist das Spiel direkt ab 18, wenn ich mit dem fertig bin. Ich glaube, es ist nicht ab 18. Ich glaube, es ist ab 16. Wo kommen die alle her? Der schubst die da alle wahrscheinlich runter, ne? Die blöde Sau. So, und hier ist dann noch der andere Weg. Dann schauen wir doch mal hier einfach. Da vorne sehe ich schon mal einen Skarabäus. Den nehmen wir einfach mal mit. Oh Gott, das habe ich ja... Da habe ich einfach nicht mehr dran gedacht, oder? Ach nee, das habe ich mir letztes Mal schon geholt. Vergangenheit, Julian, das hast du sehr gut gemacht. Aber wie es hier weitergeht, da haben wir noch nicht weitergeguckt. Das schauen wir jetzt mal. Es sieht nicht so aus, als ob hier... Oh wow, was bist du denn? Du bist ja ein Riesenskarabäus. Kriegsasche, Sperrfeuer. Da oben ist ein Item. Scheiße, da komme ich aber... Ja, doch, mit ein bisschen Gewusel kommen wir da auch hoch. Das alles für 10 Pfeile. Oh. Jetzt hätten wir fast das Bonfire übersehen. Verlorene Gnade. Okay, wo sind wir inzwischen? Wir sind komplett abgekommen vom Weg. Oh, ich weiß, was wir machen. Natürlich, warum habe ich da nicht dran gedacht? Wir können ja einfach frei tippen. Wir tippen einfach nochmal dahin, wo uns Pate runtergeschubst hat. Ich überlege die ganze Zeit, heißt der wirklich Pate? Oder war es Pike? Pate? Pike? Ptake? Pregananant? Ich habe wirklich keine Ahnung. Wir reiten da jetzt einfach mal schnell durch. Hier sind ja noch ein paar von den ja, ledierten Soldaten. Sagen wir mal, wie es ist. Ist immer so ein... Kennt ihr das, wenn man total willkürlich Gegner unterwegs kaputt haut? So, man nimmt sich vor... Nee, da reiten wir einfach durch. Aber so ganz willkürlich haut man dann doch nochmal einen Gegner aus den Latschen. Oder wird von einem Gegner aus den Latschen gehauen. Oh, oh, ich muss hier weg. Nein, doch nicht. Junge, nicht abmounten. Mein Gott, den wollte ich einfach noch kaputt haben. Und die haben immer einen Refugiumsstein mit dabei. Na gut. Und hier rum ging der Weg. Hier rum ging der Weg. Und hier oben dann. Ich meine hier. Hat die blöde Sau uns runtergeschubst. Da unten sehe ich ein Item glitzern, aber anscheinend kann ich hier nichts machen. Ich schau mal noch, was hier links ist. Okay, offensichtlich Wölfe. Was ist denn jetzt los? Ich sehe gerade Plötze, muss mal dringend geheilt werden. Kam denn gerade dieser Sturm her? Da vorne ist doch irgendwas im Felsen, ne? Na komm. Jetzt stell dich mal nicht so an. Danke. Pilz. Großartig.
Und einmal dünne Bestienknochen. Okay, was haben wir hier? Nichts. Du bist wahrscheinlich einfach nur ein... Ah, doch, guck mal. Oh, doch, guck mal einer. Was war denn hier? Ist das hier der nächste Weg nach... Oh Gott, das sieht schon wieder aus, dass wir in die unterirdische Welt kommen. Na, vielleicht doch nicht. Das ist diesmal kein beleuchteter Aufzug. Sonst war ja bisher jedes Mal, wenn wir runtergefahren sind, dass es diese Mondlichter an den Seiten gab. Andererseits fahren wir jetzt auch schon sehr, sehr lange. Ah, nee. Okay, wir sind anscheinend nur in eine verdammt... Grab des Helden von Gelmir. Wer ist denn dieser namenlose Held von Gelmir? So, Koop aktivieren. Da wird schon ordentlich geteabaggt. Dann schauen wir doch mal, was gibt's denn hier? Oh je, meine. Oh, das ist wie am Anfang. Da haben wir auch noch so einen Abstieg, den wir uns anschauen müssen. Ach, du gute Güte. Hier fällt aber... Oh nein, da unten ist einer. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Hilfe! Ja, ich wollte nämlich sagen. Würde mich wundern, wenn hier nicht auch so einer hin und her... herdüst. Oh, shit. Okay, der fährt nur eine ganz kleine Strecke. Schaffe ich das denn dann überhaupt? Boah. Warum kriegt der keinen Feuerschaden? Das ist eine Frechheit. Ach, aber da... Okay, das ist natürlich cool. Oh. Okay, da müssen wir da jetzt so hinterher. Alles klar. Kommst du mal bitte zurück? Ach nee, weißt du was? Bleib einfach da liegen. Tschüss. Jetzt bin ich aber gespannt, was wir da unten antreffen. Ob das wieder so ein Gewülst ist. Ach komm, da hättest du mal drüber rollen können, ne? Achtung. Och Mensch. Die olle Sau. Ah. Ah, ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen viel Zeit mit dem Item einsammeln verplempert. Das heißt, das noch einmal runterdüsen. Da unten geht der Weg auch gar nicht weiter. Oh Gott. Naja. Da machen wir uns dann Sorgen drum. Hup. Ah ja. Schau mal einer an. Junge, ich glaube, es hackt. Bin fort mit dir. Wer macht das hier auf dem Boden schon wieder Sorgen? Das sieht auch aus, als ob hier gleich... einer runtergerollt kommt. So, bisher. Nee, hier ist ja gar kein Platz dafür. Parfümeursbolzen. Ja, Moment mal. Das hier sind Parfümeure? Das kann ich nicht glauben. Also die... die etwas dickeren Gegner, denen wir hier begegnet sind. So, Items, Items, Items. Und jetzt müssen wir irgendwie da oben mit dem Feuer mal schauen. Okay. Ja, das ist natürlich blöd gelaufen, Kollege. Oh, Mann, ich wollte das Item da drüben holen. Okay.
Okay, so, wie sieht denn der Weg da aus? Kann da mal kurz jemand... Ah ja. Weg damit. Oh nein! Jetzt habe ich aber kurz gezuckt. Alter Schwede, ich habe es schon gehört und dann dachte ich mir, nein, als ich auch erkannt habe, wie das hier aussieht. Ach, ärgerlich. Aber gut, wir wollen ja weiter nach unten. Ich schaue aber trotzdem noch kurz. Nee, von hier komme ich. Hier gibt es noch einen Gang. Wollte gerade sagen, da war doch klar, dass sich hier noch jemand versteckt. Komm her. Komm mal raus da aus deinem Eck. Alter, mir fällt gerade auf, ich bin ja so gut wie tot gewesen. Es ist auch immer echt. Das passiert mir in Elden Ring irgendwie häufiger, dass ich meine HP nicht so ganz im Auge habe. So, der fährt nach oben. Okay. Das ist alles relativ selbsterklärend. Tschüss. Achtung, der kommt wieder. Ja, ich weiß, du bist ein Skelett und würdest dich eigentlich wiederbeleben. But. Es passt nicht. Nein, ich bin tot. Nein. Nein, hätte ich doch vorher noch getrunken. Oh, der ganze Weg ist im Eimer. Och nö. Och nö. Der ganze Weg. Der ganze schöne Weg. Der schöne Weg. Och nee. Ach, wie ärgerlich. Ich habe auch kurz gesehen, dass auf dem letzten Rampenteil, wo es uns gerade kurz danach zerfetzt hat, noch ein Item liegt, glaube ich. Aber gut. Das war jetzt ungünstig, aber dann in der nächsten Folge machen wir nochmal den kleinen Run darunter und dann schauen wir, was uns unten für einen Boss erwartet. Ich bin mal gespannt, ob das wieder so ein wülstiges Geschwülst der Wülstigkeit ist oder ob uns was ganz anderes, ob dieser Held uns da unten erwartet. Auf jeden Fall werden wir das in der nächsten Folge herausfinden. Leute, macht's gut. Wir sehen uns das nächste Mal.